Was geht, Leute? Mein Name ist Laso und wie ihr seht, befinde ich mich nicht zu Hause in meinem Kinderzimmer, wo ich normalerweise streame, sondern hier bei Can seinem Lager. The fuck fuck. Dadurch, dass ich heute abreise und nach Kroatien fliege, kann ich halt zu Hause nicht streamen. Ich fliege von hier, von dieser Stadt aus, wo Can lebt. Deswegen bin ich zufällig in sein Lager gekommen und habe ihn gefragt, ob ich hier auf ein Video reagieren kann, offline. Und er meinte, ja, kein Problem, bra. Deswegen reagieren wir jetzt auf ein interessantes Video, welches sich das Ende von Unge in 12 Minuten nennt. Also er tut in 12 Minuten lang das Ende von Unge beschreiben. Let's go! Hey Leute, heute sprechen wir über das Ungetüm Portugals, der Diktator von Madeira, welcher mit eiserner Hand über alle Einwohner, Hunde und Katzen regiert. Seine Haare sind skandalrot und der Mundgeruch vegan. Es ist schon krass an der Stelle, muss ich sagen, was sich Unge aufgebaut hat. Der ist in Deutschland dafür bekannt, dass er der Präsident von Madeira ist, gefühlt. Das, was er sich alles aufgebaut hat, hat er sich über Nacht einfach kaputt gemacht. Das ist geisteskrank, ohne Witz. Als er auf dem Grab seines ehemaligen Nemesis Al-Bilali tanzt. Warte, ich zieh mal meine Brille ab, weil ich denke, das ist respektlos, wenn ich mit euch rede und eine Brille aufsetze. Jetzt sehe ich stabil aus. Weißt du, was ich meine, bra? In einem Mantel angefertigt aus 1001 Dalmatinerkatzen genießt er bei einem Glas Kinderblut, weil Milch bekanntlich Gift ist, den Sonnenaufgang auf seiner Insel und lacht sich in den Bart. Fuck, Alter. Ich bin ein Psychopath. All das ist leider nicht passiert, denn bevor es soweit kommen konnte, wurde Unge aufgehalten. Und Leute, nicht alle Helden tragen ein Cape. Manche lecken sich einfach nur komisch den Genitalbereich aus und dann Wollknäule. Also das ist das erste Video, was ich von diesem YouTuber sehe. Aber er scheint lustig zu sein, ja. Ausgerechnet eine Katze war Kater genug, sich dem Tyrannen entgegenzustellen. Ach so, und seine Ex-Freundin und der Blali haben übrigens auch etwas geholfen. Und deshalb dreht er jetzt inklusive Abschied und Statement auf Twitter so richtig frei. Sein Statement war für die Katz, muss ich ehrlich sagen. Er hat ja nicht mal die Eier, vor laufender Kamera zu sitzen und von Angesicht zu Angesicht zu sprechen und sein Gesicht zu zeigen, weißt du, ich meine, er hatte keine Eier dazu. Meiner Meinung nach jemand, der bei solch einem wichtigen Statement sein Gesicht nicht zeigt, hat sein Gesicht verloren, meiner Meinung nach. Media-Auftritt ist derzeit unberechenbarer als dieser Typ hier. Heute reden wir... Junge, was war das jetzt? Hier konkret über die Vorwürfe, dass er eine extrem cringe Rivalität mit einer Katze geführt haben soll, weil die ihn ab und zu mal aus Angst angefaucht hat und er das nicht auf sich sitzen lassen wollte. Unter anderem deshalb soll er übrigens mit einem Koffer nach dem Tier geworfen haben. Auch einmal meinen Koffer auf ihn. Ja, das haben wir ja alle mitbekommen. Geschmissen. Ja. Mir auch Sachen an den Kopf geworfen wie, ja, ich zahl dem hier alles. Und das ist übrigens Unge, wenn er bei der Wohnungsbesichtigung merkt, dass er die Monatsmiete mit Rachel und ihrem Kater nicht durch drei teilen kann. Außerdem soll er wohl seine Ex-Freundin Rachel ziemlich schlecht behandelt haben, was besonders ärgerlich ist, weil er nach außen hin ein Image als Everybody's Darling führt und privat scheint seine Fairness in einer Beziehung auf diesem Level hier zu sein. Oder was ist das? Ist das eine Meme-Compilation oder ist das die Erklärung von dem Ende von Unge? Und zu guter Letzt, wie er wohl als mutmaßlicher Sektenführer Madeiras seine YouTube-Kollegen gegeneinander ausspielt, um Al-Bilali das Leben auf der Insel schwerer zu machen als Miki TV. So, wenn du keinen Bock auf mich hast, dann geh mir doch einfach aus dem Weg. Bro, auf der Insel leben 250.000 Menschen, als ob man da nicht koexistieren kann. Es wurde gemunkelt, wenn Unge dein Gesicht nicht gefällt, wie es bei Al-Bilali irgendwann der Fall war, und er dich nicht mehr auf seiner Insel haben möchte, versammelt er seine Madeira-Schergen um sich und singt. Bruder, ich kann dieses Video nicht mehr sehen. Los geht's, meine Spatiaten, wir haben eine Insel zu erobern. Lass gerne einen Daumen nach hoch. Für den Algo da. Und bei 75.000 Abonnenten sind wir endlich stark genug, uns der Ungerechtigkeit in den Weg zu stellen. Wir fliegen alle zusammen nach Madeira, packt schon mal eure Koffer und zählt damit auf Katzen. Los geht's. Sorry, ich bin immer noch ein bisschen krank. Ich bin ein Psychopath! Doch bevor wir zum ersten Kapitel kommen, habe ich eine Frage an euch. Hey Leute, kennt ihr das? Ihr seid eine Katze? Ja. Und ihr kriegt in eurer Freizeit immer Koffer ins Gesicht? Dann ändert jetzt euren Standort mit Surfshark. Die Werbung sei dir gegönnt, mein Bruder, aber die geht uns am Sack vorbei. Ja.
Der Abs macht Kuchen-TV eigentlich in dem Video. Sturz von Unge begann, nachdem er auf Twitter über die Annie the Duck-Thematik rumwitzelte, woraufhin sich zu seinem Unglück die ein oder andere alte Bekanntschaft seinerseits öffentlich meldete, dass er ja auch nicht gerade ein Engel sei, zu dem Zeitpunkt aber noch ohne Name-Dropping. So schrieb auf Twitter jemand, dass er ein Trauma hat durch emotionalen Missbrauch und Rachel, die Ex-Freundin von Unge, entgegnete: Willkommen im Club, gefolgt von einigen weiteren melodramatischen Kommentaren auf Kosten von Captain Rotbart. Dies gipfelte dann schließlich in ihren Statement, was Simon Unge mir und meiner Katze angetan hat. Dort erzählte sie, dass sich die beiden auf Instagram kennenlernten und dann nach kurzer Zeit zusammenkamen, ohne sich überhaupt jemals in echt getroffen zu haben, und um meinen Bildungsauftrag für... Ja, das ist auch komisch. Online-Beziehungen sind so komisch, das macht doch gar keinen Sinn. Du musst doch einen Menschen erstmal im echten Leben gesehen haben, um zu wissen, wie der Mensch wirklich tickt. Du kannst doch nicht online eine Beziehung führen. Das heute zu erfüllen. Das ist wirklich das Dümmste, was ich je gehört habe. Jungsmädel. Aber ja, willkommen in der Neuzeit. So Menschen wie ich haben ja ein Steinzeitdenken. Die sind zurückgeblieben. Wenn ich sowas ausspreche, dann werde ich in der Öffentlichkeit kritisiert. Es geht mit niemandem eine feste Beziehung ein, den ihr nicht persönlich kennengelernt habt. Und kleiner Profi-Tipp am Rande, geht mit Unge keine Beziehung ein. Bevor ich den Typen date, würde ich lieber die Grünen wählen. Bitteschön. Oh, danke. Die Grünen? Wollt ihr mich verarschen? Unge hatte dann auch vorgeschlagen, dass sie direkt von Deutschland nach Madeira umzieht, was Rachel dann aber doch etwas zu schnell ging, sodass sich das Pärchen auf einen Madeira-Besuch einigte, bei dem sich Unge von seiner besten Seite zeigte. Unternehmungslustig, aufmerksam und ganz und gar nicht wie ein komischer Creep, der mit Koffer nach Katzen wirft, woraufhin sich Rachel ganz schrecklich in Unge verliebte. There goes my heart beating, 'cause you are the... Shoutout an Sid von Ice Age, bester Mann. Naja, auf jeden Fall hatte sie am Ende des Besuches ein so gutes Gefühl mit ihm, dass sie sich entschied, direkt nach Madeira zu ziehen. Auf jeden Fall dachte ich mir, ja, ich bin mir sicher mit dir und ich werde dann zu dir hinziehen. Leider machte der Charakter Unges laut Rachel nach ihrem Umzug nach Madeira eine 180-Grad-Wendung. So wäre er plötzlich kälter, distanzierter, lässt sie links liegen und toxisch sei er auch. Letztere Form... Ja, der Klassiker. Sowas nennt sich auch ein One-Night-Stand, mein Lieber. Ja, Männer sind halt... Also nicht alle Männer, aber... Viele Männer sind leider so, die wollen einfach nur das eine und tun alles dafür, sind sogar sehr freundlich und zeigen sich von ihrer besten Seite, bis sie dann den Akt durchgeführt haben. Und dann zeigen die ihr wahres Gesicht und schmeißen die Frau weg wie so ein benutztes Taschentuch. So ist das leider. Vorwürfe der Toxizität gibt es mittlerweile übrigens von mehreren Akteuren, die sich öffentlich zu Wort gemeldet haben. Bei Streits hätte er cholerisch rumgeschrien, mit Gegenständen um sich geworfen, ohne Rücksicht auf Verluste und regelmäßig die Buch dir einen Flug zurück nach Deutschland-Karte gezogen. Oder aber, wenn gar nichts mehr ging, den beliebten: Ich bin dir doch eh nicht gut genug. Nein, mal ernsthaft. Rachel schilderte die Ereignisse an einer Stelle so: Ich wäre nicht gut genug für dich. Geh nach Deutschland zurück. Das hat er wirklich so oft gemacht. Wenn ich zum Beispiel etwas angesprochen habe, vorsichtig auch irgendwann, weil ich wusste, okay, wenn ich das falsch anspreche, ist er sauer geworden, ausgerastet, hat mich angeschrien und mir super oft, ich weiß nicht, ob es eine Drohung war, es hat auf jeden Fall funktioniert, dass er meinte, während des Streits noch, ja so, ich will jetzt, dass du dein Handy nimmst und jetzt einen Flug nach Deutschland zurückbuchst. Das hat er wirklich super oft durchgezogen in der Beziehung, auch bei kleineren Streitigkeiten. Pass auf, du weißt, was hier abgeht, Fräulein Till, und ich lass mir von dir hier nicht länger was kaputt machen. Entweder packst du jetzt deine Tasche und fährst, oder aber du packst deine Tasche. Ja, es ist auch ehrenlos. Der Unge tut halt, wie soll man sagen, er hat halt die Macht, er hat sie eingeladen und hat sie dann jederzeit bei jedem Streit bedroht und gesagt, pack deine Sachen und geh nach Hause. Das ist auch nicht cool, sag ich dir ehrlich. Tasche und gehst! Wie gesagt, ich weiß nicht, was er damit erreichen wollte, mich irgendwie kaputt machen, hat auf jeden Fall funktioniert. Also im Prinzip nach Lehrbuch manipulativ. Die Manipulation. Diskussion einfach eskalieren lassen, wenn die Argumente ausgehen, weil man eh das größere Machtverhältnis hat, und Nummer 2, jemanden mit guter Miene nach Madeira zu locken, sodass sie in Deutschland ihren Job kündigt und ihr Leben zurücklässt und diese Person dann auf einer fremden Insel links liegen lassen. Wenn das tatsächlich annähernd so gewesen ist, wäre das eine ziemlich miese Aktion von dem Typen, der in der Öffentlichkeit immer das mega Moralische raushängen lässt. Die nächste Sache ließ mir aber die Kinnlade runterfallen. Wenn wir uns dann mit Leuten getroffen haben... Kinnlade, dieses Wort höre ich zum ersten Mal. Ein paar Wortwechsel hat er mich dann irgendwann, also fast schon vorgestellt mit, ja, ratet mal, wo sie herkommt. Ja, ratet mal, wo sie herkommt. Und dann macht er erstmal Witze auf meine Kosten. Guck mal hier, geshoppt, aus Thailand, 20 Euro, aus dem Katalog. Und an der Stelle werde ich maximal wütend. 20 Euro aus dem Katalog, what the fuck, finde ich maximal respektlos gegenüber deiner Freundin. Alte Hand aufs Herz, schau sie dir an, die ist mal mindestens 35 wert.
das Ohr, nee. Kapitel 2, Unge der Katzenslayer. Aber es kommt noch schlimmer, denn offenbar war Rachel nicht die größte Herausforderung für Unge, da sie noch einen Kater im Gepäck hatte aus Deutschland, mit dem er noch weniger klarkam. Rachel erzählte, dass Tiger Unge regelmäßig aus Angst anfauchte und sich vor ihm versteckte, was bei Everybody's Darling Unge überhaupt nicht gut ankäme. Wie könnte die Katze so undankbar sein und sich verstecken, wenn er doch ihre Nahrung und Obdach bezahlt? Ich hab mir auch Sachen an den Kopf geworfen wie, ja, ich zahle dem hier alles, er soll mir dankbar sein und zum Dank faucht er mich an. Er versteht doch nicht, dass es dein Container ist. Er versteht doch nicht, dass du sein Katzenfutter bezahlst. Rachel zeigte daraufhin Bilder und Screenshots. Ja, es ist, dasselbe hat mein Vater auch gemacht. Er hat gesagt, ich soll ein bisschen dankbarer sein. Und da hat er mich auch mit Koffern beworfen damals, als ich jünger war. Und erzählt, dass es so weit ging, dass Unge alle Rückzugsmöglichkeiten der Katze verbarrikadierte, damit es kein Ausweichen mehr gibt. Und dann hat er angefangen, seine Versteckmöglichkeiten aus dem Container zu stellen und das Bett unten zu verbarrikadieren, weil er nicht möchte, dass er sich vor ihm verstecken kann. Dass er Konsequenzen für das Angstfauchen der Katze forderte, als wäre der Vierbeiner ein verzogener Teenager. Und dass er laut ihrer Aussage Tiger anschrie und das Tier mit Koffer und Stuhl bewarf. Auch einmal meinen Koffer auf ihn geschmissen. In seinem Statement sagt er ja, dass er Tiger nur rausgescheucht hätte. Ich hoffe, jetzt ist ein bisschen klar, dass ein bisschen mehr passiert ist als da. Das ist so ehrenlos, ehrlich. Also die ganzen YouTuber haben immer was mit Tierquälerei zu tun. Also die YouTuber, die Skandale hinter sich haben. Verstehe ich irgendwie nicht. Was haben die gegen Tiere, die ganzen YouTuber? Ich verstehe das einfach nicht. Wobei ich bei der Koffersache auch Unge mal in Schutz nehmen muss. Ich bin nämlich der festen Ansicht, dass unser Unge, wie wir ihn kennen, sowas niemals machen würde. Das muss eines dieser Missverständnisse sein. Eventuell wollte er einfach nur den Familienzusammenhalt stärken und vielleicht, ich packe meinen Koffer... Ihr müsst wissen, zu der Zeit, also der blendet hier gerade einen alten Clip von Unge ein, zu jener Zeit, das war die Zeit, wo er die Ex von Aybladi gevögelt hat. Das ist genau die Zeit. Als Aybladi bevor Aybladi das Statement rausgehauen hat, wussten wir von dieser ganzen Thematik gar nichts. Aber es ist schon schockierend. Ich war ja damals bei diesen Videos dabei und ich dachte immer, alles wäre perfekt, jeder ist immer gut gelaunt, aber das zeigt wieder mal, dass es in Wahrheit hinter den Kameras auch mal anders aussehen kann. Spielen. Ich packe meinen Koffer, ich packe meine Zahnbürste, ein Handtuch und eine gottverdammte Katze! Unge konterte die Vorwürfe auf Twitter mit diesem Meme hier und behauptete in seinem Statement, Rachel hätte es falsch aufgefasst und er könnte sich nur vorstellen, dass er aus Versehen gegen den Koffer gelaufen ist und daraus wird ihm jetzt ein Strick gedreht. Ich kann mir nur vorstellen, dass im Streit irgendwie mal, dass ich mal irgendwie gegen den Koffer gerannt bin, weil das halt wirklich eng in diesem Container ist. Aber ich möchte Rachel auch nicht ihre Realität absprechen, weil manche Dinge erlebt man ja auch in so einer emotionalen Situation anders. Und ganz ehrlich, super Punkt an der Stelle. Aus Versehen gegen einen Koffer zu gehen, beziehungsweise den Koffer bewusst in die Hand nehmen und zu werfen, kann man quasi kaum unterscheiden. Und wenn dann auch noch Emotionen ins Spiel kommen, ganz... Ja, das ist eine dumme Aussage, es macht gar keinen Sinn. Ist ganz schwierig. Habt die beiden Versionen mal für euch nachgestellt. Wenn ihr den Unterschied erkennt, gerne mal in die Kommentare mit eurer Meinung. Aber ernsthaft, das kann man auch echt mal verwechseln. Oh, ich bin gegen einen Koffer gerannt. Jetzt wird es leider richtig hart, denn weiterführend berichtet Rachel von einer besonders traumatisierenden Situation. Es gab auch Situationen, wo er auch auf meinen Kater losgegangen ist, angeschrien hat wie sonst was. Mein Kater hat sich an Ort und Stelle eingemacht. Er hat einfach auf den Boden gekotet vor Angst. Er hat gezittert. Er wusste nicht wohin. Er konnte sich ja auch nirgends mehr verstecken. Ich wollte dazwischen gehen, weil ich wirklich dachte, gleich schlägt er ihn. Es reicht ja schon, dass er ihn mit Sachen beschmeißt und abwirft. Und dann hat er mich einfach auch auf den Boden, also geschubst. Und klar, er ist kräftig. Ich bin einiges kleiner als er. Ich bin hingefallen. Und statt sich zu entschuldigen, sagt er so, hat er mich angeschrien und sagt, ja, steh sofort auf. Mach das weg. Und falls das so stimmen sollte in der Form, ist das natürlich ein ziemlich missbräuchliches Verhalten an der Stelle. So geht man weder mit seinem Haustier noch mit seiner Frau um. Und da ist es auch egal, wie günstig man sie aus dem Katalog geschaut. Das ist schon krass, ohne Witz. Man hätte sich vor ein paar Jahren niemals denken können, dass Unge so drauf ist. Das gehört sich einfach nicht. Stellt euch mal Unge als... Gibt es ja auch zahlreiche andere YouTuber, bei denen herausgekommen ist, dass es voll die Arschlöcher sind. Vater vor. Jetzt legst du den unter dein Kissen und die Zahnfee tauscht ihn gegen Geld ein. Es gibt keine Zahnfee, Idiot! Jetzt mach die Scheiße von deinem Lachen! Auf, steh sofort auf, mach das weg! Leider hat Unge seine Version von diesem Vorfall in seinem Statement nicht geschildert. Ich hätte sie gern... Kann einer sagen, von welchem Film dieser Clip gerade war? Das sah schon lustig aus. ...hier eingebaut als zweite Sichtweise wie eben. Ich vermute, er hätte aber auch hier einfach gesagt, dass Rachel es einfach anders wahrgenommen hat. Und bei genauerem Hinsehen hätte man erkannt, dass es eigentlich die Katze war, die Rachel hinterhältig umgeschubst hat. Während Unge damit beschäftigt war, auf den Boden zu koten. Mann, immer diese Täter-Opfer-Umkehr. Fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Oh, hallo John. Hallo. Wie geht's dir? Gut.
Ich glaube nicht. Ich wünsche dem betroffenen Unge an der Stelle auch nur das Beste, dass er irgendwann über den Missbrauch drüber hinwegkommt, den er durch die Plüsch... Also der wird auf jeden Fall nicht zurückkommen, der Unge, das war's. Der hat sein Gesicht komplett verloren. Sein Gesicht kann er nicht mehr retten. Bote dieses rücksichtslosen Katers erfahren hat. Er hat dann ja auch laut Aussage Rachels den Bauernhof verlassen und ist von der Katze weg in die Stadt gezogen, woraufhin Rachel immer darauf geachtet hat, bloß mehr Zeit mit ihm als mit dem Kater zu verbringen. Deshalb habe ich schon darauf geachtet, dass ich immer länger bei Simon bin als bei Tiger. Bruder, stell dir mal vor, du kämpfst ernsthaft mit einer Katze um die Aufmerksamkeit deiner Freundin. Die Rivalität zwischen den beiden sah für Außenstehende sicherlich so aus. Das ist krass. Hey, shut up! Und ich stelle mir mittlerweile vor, dass der traumatisierte Veganer beim Schlafen circa so aussieht, wenn er von seiner Zeit mit Tiger träumt. Oder blend jeden ein, nur nicht diesen Tomatenkopf, bitte. Auf jeden Fall hat jeder nur nicht dieser Tomaten. In einem weiteren Twitter-Statement eingesehen, dass er sich anderen Menschen gegenüber ziemlich missgünstig verhalten hat aufgrund seines Egos und mittlerweile hat er die meisten Fehler auf seine Kappe genommen. Denn auch im Umgang mit Alblali aka Victor scheint er sich retrospektiv betrachtet nicht immer korrekt verhalten zu haben. Dieser wurde nach seinem Umzug auf Madeira quasi wieder von der Insel weggemobbt. Wenn euch das Thema interessiert, darüber und über diverse andere Themen diskutieren wir Spatiaten ausführlich auf meinem Zweitkanal JJ Riddle. Die Stimmung ist herrlich, toxisch. Ja gut, das war's mit dem Video. War ein informatives Video. Er hatte die ganze Thematik in nur 12 Minuten erklärt. Ja, der Butterfly-Effekt ist auf jeden Fall real, weil das alles ist nur durch eine 2,50 € Spende passiert. Hat ja angefangen mit Annie the Duck und dann hat sich das alles hochgeschaukelt und jetzt, ja. Annie the Fuck. Ich habe mir dieses Unge-Thema noch gar nicht angeguckt. Ich warte auf ABKs Video. Echt jetzt? Danach sage ich erst mein Statement. Ich glaube, ich werde in Zukunft meine Spenden-Donations ausmachen, sodass man mir nicht mehr spenden kann. Ich glaube, ich werde meine Spenden anmachen. Dann könnt ihr mir Fragen stellen, Fitnerfragen, und dann packe ich einfach über jeden aus. Ja, gut. Ich finde, das war gezielt, was sie gemacht hat, ja? Ich glaube auch, ja. Mhm. Das ist, hat ja ABK auch in seinem Video erwähnt. Mhm. So, der hat das Ganze ja analysiert und da war ja... Ach, egal, scheiß drauf. Leck meine Eier. Bis Laso dann. Braucht Urlaub, Männer. Ja. Also, wir sehen uns im IRL-Stream. Bis dann. Folgt mir schon mal auf Twitch. Glocke aktivieren.